Hallo, liebe Leute, willkommen wieder auf dem Serverwelt. Ich wollte eigentlich laufen gehen. Da dachte ich mir, ich mache doch die Parkwelt jetzt. Jetzt haben wir eine Freizeitparkwelt. Und ihr seht es, die ist ja gewaltig cool. Also ist ja heftigst. Ich habe jetzt kurz mal den Spawn einfach mal so gemacht. Hier werden wir einen Weg da ringsum machen. Hier einen Weg nach oben. Da durch die Schlucht. Hier ist auch noch ein Schlucht, können wir hoch machen. Und am besten hier drüben können wir dann auch bauen. Da gibt es sehr niedrige Sachen. Die hohen, die werden wir dann einfach anpassen an die, die es wirklich auch machen wollen. Wir unterstützen natürlich mehr Leute, also dass ihr mit anderen zusammen auch bauen könnt. Die Monster machen wir noch aus natürlich. Aber bitte, kämpft nicht gegen die Monster und so weiter, gell? Baut einfach. So, ich habe hier schon nochmal das Portal gemacht, wie ihr seht. Freizeitparkwelt, Parkworld. Baut hier einen Freizeitpark, der es in sich hat. Free for all, also ihr dürft alle am Park bauen. Bitte immer nur dann, wenn ihr den Park, also wenn ihr auch den Platz schon gefunden habt. Und es auch gesichert habt durch einen Admin oder einen anderen, zum Beispiel ich, der Owner. Also, das ist jetzt auch an, es ist nicht mehr schwarz, weil eine schwarze Welt kommt dann noch, die böse Welt. Und da gibt es noch eine Lichtwelt vielleicht, so etwas. Also nichts bauen, bevor das Gebiet nicht geschützt ist. Jeder OP ist sehr nett und schützt es für unverzüglich. Bitte nicht zu eckige Attraktionen bauen. Willkommen in der Parkwelt. Hier dürft ihr einen Freizeitpark bauen. Keine Kreativmode für Admins und Plus. Also auch keine Owner, keine Baumeister und so weiter. Jeder baut im Survival-Mode. Ich darf hier bauen, wo er will. Ja? Ah, jeder darf hier bauen, wo er will. Außer es passt nicht zum Theme. Also es darf kein Pilz-Theme neben einem Koppelt-Themen sein oder so. Es passt halt einfach nicht. Dass man einfach Themengebiete machen und dann wird wahrscheinlich dort hinten zuerst einmal das Waldbiom sein. Nein, ist ja ein Ebenebiom. Vielleicht ein Bauernhof-Themen sein und hier oben wird irgendwas anderes sein. Ja. Oder ist zu nah an einer anderen Attraktion. Ich möchte nicht, dass alle Attraktionen dicht aneinander sind. Das ist in keinem Freizeitpark so. Also, ja, nebeneinander geht schon, wenn man zum Beispiel ein Karussell mit einer Berg- und Talbahn verbindet. Geht schon. Aber sollte von den gleichen Leuten oder einfach einem Freizeitpark-Clan sein und nicht neben Feinden oder so. Wer nicht auf die Umgebung achtet, bekommt weniger geschützt. Also wer jetzt, sage ich mal, auf die Umgebung einen Scheiß macht und das hässlich macht, der bekommt als nächstes einfach keinen Schutz mehr. Er kann nicht neue Attraktionen bauen. Die werden dann entweder entfernt, weil sie nicht geschützt sind. Das wird in dieser Welt so gemacht. Oder einfach verschoben. Aber ich denke, kein OP hat Lust, das noch zu verschieben. Welche Themen wo sind, entscheidet die Community. Also, entscheidet euch gegenseitig, was ihr bauen wollt, gell? Sammelt eure Items selber oder handelt mit anderen. Das heißt einfach, farmen in der Farmwelt, hier, ja, Survival bauen. Hä? Schauen wir nochmal kurz ein bisschen hier um. Also eben hier drüben können wir so einen Bauernhof-Theme oder etwas Besseres. Schlag mal vor, hier könnten wir einen Wald-Theme, ja, ein Pilz-Biom-Theme machen. Also ihr seht, es ist gewaltig schön. Hä? Es ist leider wegen dem Server halt ein bisschen, ja, die Sichtweite ist nicht gerade groß. Die kann man halt serverweit nicht einstellen. Also, du kannst es so gut optimieren, wie du willst, haben. Die Sichtweite ist auch nicht so groß, vor allem bei mir nicht so. Gut, was haben wir denn eigentlich? 18, also schon sehr weit. Ja gut, Dankeschön. Ich will nicht so ein langes Video machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen
Und bis zum nächsten Part oder so weiter. Gell? Ja, auf dieser Insel können wir was jetzt Geiles bauen. Fressbuden. Dann müssen alle hier hochkraxeln, über die Hängebrücke gehen und hier oben dann Pommes essen. Wie cool. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago. Tschüss.